So Leute, hallo und herzlich willkommen wieder heute Abend hier bei Pano Smoke und in Twitch und es ist wieder soweit, es ist Dienstag und da wird The Black Mirror gestreamt. Wir sind im ersten Teil. Jo, und wir sind im Kapitel 5. Auch ein Hallo an Orca in TS und hallo auch hier im Chat, Orca. Ja. Genau, und wir laden jetzt mal einfach und spielen weiter. Wie gesagt, wir sind im fünften Kapitel und ich bin mir nicht sicher. Ich würde fast sagen, dass es auch das vorletzte ist. Angeblich sind es, glaube ich, sechs oder fünf, bin mir nicht ganz sicher. Sechs. Sechs sind es, okay. Ah, ja, wir sind hier in dem Haus, wo der Hausmeister seine Kohle wegschaufelt. Und um wieder nahtlos anzuschließen, was mussten wir genau, wo haben wir vor einer Woche ungefähr aufgehört? Das war, indem wir Ach so, versucht du musst in haben, den Heizkeller wieder rein. So war das. richtig, genau, in den Heizkeller rein. Und das können wir eigentlich nur über den Haupteingang machen. Genau, ne? Nein, Da war ja der. falsch. Da ist doch so ein Du Rohr, wo bist man doch, reinklettern mussten, oder? beim ersten Mal, am Bett durchgekrabbelt, für ins Haus reinzukommen. Nee, für ins, wieder rauszukommen. Ja, ich muss hier da runter in den Heizkessel. Ja. Hallo Assassine, hi, freut mich, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Wie du siehst, wir sind hier bei The Black Mirror heute Abend. Ich hoffe, es gefällt dir. So, sind wir durch die Kanalisation reingelaufen, Orca, oder wie? Ja, geht dort drin. Ja, geht dort drin. Ja, okay. Ja, richtig. Ich weiß, dass wir da genau. An den Heiz. Ja, richtig, genau. Und von hier können wir dann weg. Genau, so ist es. So. Ich sage auch schon mal Dank für die ganzen Autohosts. Von Tim laden sehe ich gerade und von Tom. So. Hoffe, es geht dir gut, Assassine. Hast einen schönen Tag gehabt. Vorderen Teil und von da aus kommen wir in den Heizkeller rein. So war das, ne? Kesselraum, ja. Okay, schau mal. Yes. Das ist im vorderen Teil. Ja, genau. Und den Kessel, den hatten wir eigentlich schon aufgemacht. Die Hitze vom Kessel ist Ah, und unerträglich. jetzt kommt ganz bösartige Sache. Denn Heizkessel, schmeißt du die Gummistiefel drin. Dann Ja, ganz schnell genau. außen rumrennen. Und dann schnell rauslaufen, damit, ja, genau Ja. so war das, ja. Aber wir mussten, glaube ich, noch ein Ventil drehen, oder? Ja, das ist rechts an der Wand. Ja, da ist Gleich neben eins. dem Ofen. Na, das ist über dem Ofen. Nicht das neben dem Ofen, sondern über dem Ofen. Ah, über dem Ofen. Aha, ja, da ist noch eins neben dem Ofen, genau. Also Ah. neben dem Ofen und eins über dem Also, Ofen. ich habe gemeint, das wäre das Größere. Nee. Warte mal. Nee, die Gummistiefel haben wir schon reingehauen. Die sind aus dem Schrank. Da müssen wir wahrscheinlich nur noch an dem Ventil Die drehen. hast du in deinem Inventar. Bist du dir Die Hitze sicher? vom Kessel ist Ja. unerträglich. Okay, warte, schauen wir gleich. Ah, tatsächlich, ja. Gummistiefel musst du in Der deinem Rauch vom Inventar Gummi haben. würde durch den Kaminschacht abziehen. Das würde nichts bringen. Okay, also erst den, das Ventil drehen. Genau, damit es nicht abzieht. Und jetzt die Gummistiefel reinhauen. So rum, ja. Ja, genau, das macht er. Das müsste Aufmerksamkeit erregen. Jetzt muss ich mich beeilen. Genau, und er läuft jetzt hier So, raus. und jetzt ganz schnell raus, außer rumrennen. Und in den. Ich. Guten Abend, Tom. Hi. Herzlich willkommen. Hi. Schön, dass du einschaltest. Genau, und in James Zelle wieder, ne? Und oben rauskommen. Obbe komplett wieder raus und dann, dort, wo der Hausmeister gearbeitet hat, dort an Ja. der Tür, hat der die Schlüsselstecke gelöst. Richtig, wir brauchen ja den Schlüssel für die Gruft, war das, oder? Oder für was Für war. die Leiche halt. Für die Leichenhalle, richtig, genau. Ja, und deswegen Ah, veranstalte ich vielleicht jetzt habe ich es mit den dieses Schlüsseln ganze ein Theater. bisschen übertrieben. Hoffentlich Genau. ist nicht zu viel Rauch ins Gebäude gelangt.
So, und der hat jetzt irgendwo einen Schlüssel gelassen, oder? Der steckt in der Tür. Tatsächlich, da hängt er ja. Schlüsselbund. Ja, cool. Ja, gleich mitnehmen und kannst gleich weiterrennen hinaus. Stecken lassen. Richtig. Ich leih sie mir aus. Genau. So war das. Gut mitgedacht. Super. Ich kenne das Spiel. Ich weiß. Da brauche ich nicht mehr großartig zu denken. Okay, warte. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir die Schlüssel und jetzt müssen wir zur Leichenhalle gehen, ne? Ja. Um, Moment. Geh mal hier lang. Zur Kapelle müssten wir rein. Ah, ich weiß, eine Leichenhalle, Kapelle. Abgeschlossen. Leichenhalle, die Kapelle oder irgend sowas. Pass mal auf, wir haben hier einmal Schlüssel. Hier, Schlüssel von der Kapelle. Genau, perfekt. Ja. Das waren die. Wie geht's dir denn, Tom? Alles gut James bei dir? Leiche. Ah, schau. Ich brauche ein paar Haare, die ich mit der Probe vergleichen kann, die Herman in der Hand hielt. Genau, weil man geht ja davon aus, dass er ja Herman umgebracht hat. Zumindest ging ja der Polizist davon aus, ne? Und unser Samuel hier ist sich recht sicher, dass es nicht so war. Und er muss das Gegenteil... Ich brauche etwas, um ein paar Haare abzuschneiden. Ich möchte ihn nicht mit meinen Händen... Dem berühren. Thema kann ich nichts sagen. Sorry, also... Nee, kein Spoiler, ist schon gut so. Wenn, dann rede ich meistens immer so mit mir selbst da, genau. Also wahrscheinlich, ja, was brauchen wir denn? Eine Schere, Moment. War da gerade was? Aber du wärst nur früh genug drauf gekommen. Okay. Er will ihm irgendwie die Haare abschneiden, also brauchen wir dafür etwas wie eine Schere oder eine Klinge oder sowas. Durchsuch deinen Raum, dort leidet noch einiges rum. Ja, warte. Okay. Oh, da. Scherben. Ach, mit Scherben kann man das auch machen, ja. Zerbrochenes Glas. Glasscherbe ist verwendet, oder? Ja, genau, genau. Glasscherben. Okay, lass es schmecken, Tom. Guten Hunger. So, Moment. Jetzt nehmen wir hier die Glas... Ne, das sind die Plastiktüten. Dann nehmen wir jetzt hier die Glasscherbe und zack, schneiden ihm dann ein bisschen Haare raus. Wunderbar. Und jetzt geht's... So hat es funktioniert. Wo könnte ich sie näher betrachten? Am Mikroskop. Tja, vielleicht. Ich gehe zurück zur Leichenhalle und benutze Hermans Mikroskop. Vermutung zum Beispiel. Ja, das hat er selber schon gesagt. Ja, das macht er jetzt. Ich komme. Ja, bin schon da drin. Ja, genau. So, Moment. Dann gehen wir jetzt mal ans Mikroskop ran. Hier, Mikroskop. Jetzt bin ich mal Handwasche. Ist richtig eingestellt. Ich kann es verwenden. Was so rauskommt. Ja, warte, ich leg die Haare jetzt mal drunter. Ja, ne, so weit bist du noch gar nicht. Genau, ich leg erstmal James Haare drunter. Und dann habe ich auch die Haare des Mörders. Sehen, was hier gesagt. Es ist richtig eingestellt. Ich kann es verwenden. Weil du vergisst immer die Verzögerung. Die Proben sind unterschiedlich. Das kann sogar ich erkennen. Es war nicht James, der Herman getötet hat. Aber wer war es dann? Wer hat sonst schwarze Haare? Morris. Morris? Wer war Morris? Das war doch der das war dieser Gärtner. Der Gärtner, richtig. Aber der ist doch tot, oder? Den haben sie doch tot aufgefunden im... Ja. Aber trotzdem also, muss ich untersuchen, also... Ja, also er hat jetzt die Haare verglichen. Und er ist zum Schluss gekommen, dass die Haare nicht übereinstimmen, die Proben. Und dass es noch jemanden geben muss, der schwarze Haare haben muss. Und das war ja Morris. Aber Morris ist ja schon tot. Es ist richtig eingestellt. Ja. Ich kann es verwenden. Aber any Person mit schwarzen Haaren noch beachtlos. Ja. Eine Person. Ja, Samuel selbst, oder was? Genau das.
Okay, jetzt verwirrst du mich etwas. Aber es entspricht so dem Spielverlauf. Okay, das macht mich jetzt echt neugierig. Okay, schauen wir mal, was jetzt hier rauskommt. Oh Gott, was sind hier Entwicklungen hier? Ah, das Spiel ist nicht so einfach. Ja. Besonders nicht so einfach zu verstehen. So muss man es mehrmals durchspielen. Ah, okay. Ja, gut. Okay, dann würde ich mal sagen, ich mache mich jetzt mal auf dem Weg zu Black Mirror. Also was kann ich noch? Die Kirche von Wormhell kann ich besuchen? Nein, Haus von Dr. Herman würde ich empfehlen. Aber also dann, diese Leicherhalle, oder wie man es nennen will, von dem Dr. Herman. Aber da bin ich doch gerade. Da habe ich doch gerade die Proben verglichen. Und hier bin ich wieder raus. Ah. Das ist nämlich das Haus von Dr. Herman. Ist hier vielleicht noch was zu machen, oder was? Moment. Weil er hat jetzt da aufgehört, wo er gesagt hat, okay, schwarze Haare. Und du sagst jetzt, okay, er hat ja auch schwarze Haare, Samuel. Moment, ja auch... Moment. Also ich meiner Meinung nach würde jetzt zum... Einfach mir die Leute anzugucken, weil was, okay, die Info, dass Samuel ja auch schwarze Haare hat. Oder. Auch interessant ist, aber bringt mich ja jetzt in dem Falle nicht weiter. Hab du so. Black Mirror, Stall. Ja, ich hätte auch gesagt, Black Mirror und dann eben da der eine, der im Stall, der Stall. Ja, dieser Stallbursche da, ja, richtig, genau. Der hat doch auch schwarze Haare gehabt. Zumindest habe ich so in Erinnerung. Jetzt warte mal, jetzt gehen wir hier zum Stall. Übrigens, Leute, ihr könnt euch auf meinem Kanal, habe ich eine kleine Liste veröffentlicht, welche Spiele als nächste anstehen. Schaut sie euch an, die wird noch überarbeitet. Also immer wieder aktuell gehalten. Und das sind dann die Spiele, die als nächstes drankommen. Einfach nur so, damit man so einen Überblick hat, dann weiß man, okay, das läuft bei dem dann und dann. Jetzt so, zum Stall. Okay. Morris ist nicht da. Wo könnte er sein? Morris ist nicht da. Wo könnte er sein? Okay, Moment. Nee, hinausgehen. Was ist das? Ach so, nee, das ist der komische Schalter, der nichts macht. Und dazu... Ich hab nur ein bisschen... ist, wenn ein komischer Schalter, wo nichts macht, denn er solche Trigge, dass in dem Stall solche was finde. Mhm. Aber den haben wir doch schon so oft gedrückt und es war nie was. Vielleicht später. Ach, erst. Jetzt ist dort was, aber. Aber. Zuerst musst du aus dem Schraubstock deine Briefe runternehmen. Eine Mütze, eine Mütze. Ah, dann ist... Moment mal, da könnten ja Haare drin sein, oder? Würde ich mal einfach so behaupten. Und die könnte man doch dann auch untersuchen. Ja, würde ich empfehlen. Ja, so ist es wirklich. Ich sollte sie mir näher ansehen. Vielleicht passen sie zu denen, die Herman in der Hand hielt. Also wieder ab zu Herman. Nein. Guck dir mal den Schraubstock genauer an. Ein Schraubstock? Moment, warte. Werkbank. Den Schraubstock. Da ist ein Brief. Tatsächlich. Ein Brief. Aha. Seltsame Dinge passieren hier in letzter Zeit. Hört schon mal ab, Paul. Vor ein paar Tagen an. Nach der Beerdigung vom alten Mr. Gordon. Als sein Erbe Samuel. Nach der Beerdigung vom alten Mr. Gordon. Als sein Erbe Samuel zum Schloss zurückkehrte. Ich habe immer noch keine Ahnung, was hier vor sich geht. Aber bis diese Zeilen gefunden werden, bin ich schon weit weg. Ich habe das Gefühl, dieser Inspektor will mir Henrys Mord anhängen. Also will ich hier nicht rumhängen. Ich haue ab, solange ich noch kann. Behalten Sie ruhig meinen letzten Monatslohn. Und machen Sie sich nicht die Mühe, nach mir zu suchen. Ich komme nicht wieder. Morris. Morris ist weggelaufen. Ich wusste, dass ihm nicht zu trauen ist.
Und wenn er der Mörder ist? Okay. Ja, das muss ja jetzt nicht heißen, dass er der Mörder ist. Aber ich würde jetzt nochmal zu Hermans Haus gehen und unter dem Mikroskop die Haare vergleichen. Die dürfte ich ja eigentlich hier unten jetzt irgendwo haben, ne? Moment. Ja gut, einfach in der Mütze nochmal nachschauen. Kann Sinn, dass er die Tücher mal über die Mütze zieht. Über die Mütze, ja, ne? Das okay. Würde ich mal... Das kann möglich sein. Okay, Moment, hier, Hermanns Haus. Da gehe ich nochmal rein. Ja, da bin ich schon. So, jetzt warte mal. Da gehen wir ins Haus. Okay, Mikroskop. Es ist richtig eingestellt. Ich kann es verwenden. Okay, er kann es verwenden. Na, warte mal. Dann nehmen wir mal die Mütze jetzt hierher. Ich habe Haare gefunden. Ich sollte sie mir näher ansehen. Vielleicht passen sie zu denen, die Herman in der Hand hielt. Hey, mit der Mütze. Wasch diese kleine Plastiktüte über die Mütze. Ah, okay. Aha, jetzt. Wunderbar. Okay, warte. Nein, auch Morris ist nicht der Mörder, den ich suche. Aber wenn er es nicht ist, wer dann? Na, dann gehe ich hier wieder raus. Also ich bin jetzt ein bisschen ratlos. Ich würde jetzt mal sagen, ich gehe erstmal wieder ins Haus zurück. Ins Schloss, Mensch. Mhm, genau. Und würde mal... Das ist der richtige Weg. Und würde mal einfach schauen, mit wem ich da so quatschen kann. Schau mal, vielleicht nehme ich es mir jetzt wieder alle der Reihe nach. Moment, hier, Gemeinschaftsraum, vielleicht ist da. Hängt da jemand was? Da jemand drin? Nö. Also, nicht. Ich stand da immer so viel. Im Schloss ist was zu erledigen. Okay, im Schloss was zu erledigen. Ja, dann schau mal, wo die Leute hier sind. Ich schätze mal, ich muss in irgendein Zimmer rein und Haare aufsuchen oder sowas. Würde mir jetzt mal so, sag ich mal, im Moment einfallen. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich Bates irgendwie anquatschen, mal sehen. Bates? Welches Zimmer wird schon vermute? Ja, nachdem man weiß, schwarze Haare, ja, mein eigenes, oder? Ich weiß nicht, ist ein bisschen konfus gerade. Nein, dein eigenes ist nicht. Okay, weiß sie. Warte mal schnell. Ich bin gerade von Ashbury zurückgekehrt. Wegen Robert. Ich habe mit der Oberschwester gesprochen und... Irgendeine Nachricht von Sir Robert? Nun, leider... An ihrem Tonfall höre ich, dass sie eine schlechte Nachricht haben. Es ist schlimm, Bates. Sehr schlimm. Robert ist tot. Was? Sir Robert? Das kann nicht sein. Ich ahnte schon, dass etwas Furchtbares passiert ist. Schon seit Sir Robert verschwand. Das wird ein gewaltiger Schock für Madame sein. Vielleicht wäre es besser, wenn sie es nicht erfährt. Jedenfalls noch nicht. Aber wie sollen wir ihr das bloß verheimlichen? Ja. Bates, wir können es ihr jetzt nicht sagen. Versuchen Sie das zu begreifen. Wir müssen damit etwas warten. Aber Madame wird weiter nach Sir Robert suchen.
Bald wird sie ohnehin die Wahrheit erfahren und dann wird es für sie noch schlimmer sein. Glauben Sie mir, Bates, je später sie von Roberts Tod erfährt, desto besser. Oh, Sie haben wahrscheinlich recht, Sir. Sie müssen Madame etwas mehr Zeit lassen. Im Augenblick würde sie die Nachricht niederschmettern. Würden Sie mich jetzt bitte entschuldigen, Sir? Ich muss meine Gedanken ordnen. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Okay, na, dann gehen wir hier mal wieder raus. Der scheint hier keine Neuigkeiten zu haben. Der scheint zumindest ahnungslos zu sein. Der scheint kein Trügen. Würde zu sagen, ich nix? Ja. So, jetzt warte mal. Zur Treppe geht's hier hoch, richtig. Also ich würde jetzt einfach in Roberts Zimmer reingehen. Na, das war ja oben. Das war ja daneben Madams Zimmer, rechts, ne? War mit dem Zeitungsständer. Ja, richtig, genau. Das war ja sein Zimmer. Dann schauen wir mal einfach. Zeitungsständer? Oh, da scheint was drin zu sein. Die heutige Zeitung. Ich möchte sie nicht lesen. Ah, okay, dann nicht. Abgeschlossen. Abgeschlossen, aber wir haben doch hier ein paar Schlüssel. Moment. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Roberts Arbeitszimmer. Mir ist, als würde er mich immer noch beobachten. So, da ist ein Buch. Robert hat dieses Buch aufgeschlagen. Im Zimmer gibt es viel zu tun. Nie mehr zu Ende lesen. War nicht so klein. Aha, okay. So, warte, da sind ein paar Bücher. Eine Studie des menschlichen Gehirns. Okay, gut, das Buch kennen wir. Ich schaue mich mal hier genau um. Moment, ein Bücherschrank. Mal sehen, was da drin ist. Medizinische Literatur. Medizinbände. Es hat keinen Sinn, die alle durchzublättern. Die meisten davon sind lateinisch. Mhm. Ich bin sicher, dass hier irgendwo noch was versteckt ist an diesen Schränken. Moment, was war das? Hier, Sofa. Schauen wir mal. Ich bin müde, aber ich kann mich jetzt nicht ausruhen. Ach, warum denn nicht? Das Sofa sieht doch so einladend aus. Ein weiterer Schlüssel. Wer ist der Mann auf diesem Bild? Sein Gesicht habe ich noch nie gesehen. Ich muss seinen Platz in der Vergangenheit finden und seinen Schlüssel bekommen. Mhm, okay. Da haben wir jetzt gerade jemanden mit dem weiteren Schlüssel. Das müsste dann der dritte in der Sammlung sein. Ich glaube, 5 waren es an der Zahl, oder? Ja, ja. Sven, 5. Ja. Oh, da ist ein kleiner Tisch. Da ist ein Anatomiebuch drauf. Ein paar Ständer. Ein Glas, Tabletten. Kleine Dose. Kakaodose. Und darin war ein kleiner Schlüssel versteckt. Ui, das ist bestimmt der Schlüssel hier für die Kommode. Würde ich jetzt mal so annehmen. Schauen wir uns mal das Anatomiebuch an. Anatomie. Okay. In einigen Reagenzgläsern sind Lösungen von unterschiedlicher Farbe. Vielleicht hat Robert daran gearbeitet. Die Flüssigkeiten riechen ziemlich übel. Okay. Ein Medikament. Ich lasse lieber die Finger davon. Wenn man nicht weiß, was es ist, darf man es nicht nehmen. Wegen den Medikamenten hier, was hier rumliegen, sagt er. Ein Medikament, sagt er, da lässt er die Finger davon. So, untere Schublade öffnen, aber da ist der Schlüssel. Sie ist abgeschlossen. Genau, also nehmen wir den Schlüssel raus. Ich schätze mal, dass der das ist. Hui. Das Papier. Sieht aus wie ein Wertpapier. Ja, hätte ich auch gesagt, ein Wertpapier. Hier ist sonst nichts. Nur Papiere und ein Buch. Und ein Wertpapier? Wertpapier, ja. Aber ich schaue es mir gleich an, warte. Und die untere Schublade. Aber wo nichts draufsteht, oder was? Er sieht so aus, ja. Ich muss es nochmal genau untersuchen. Warte schnell. Ich mache noch die untere Schublade auf. Ah. Das ist Sophie, ein Foto. Roberts Frau. Sie hat ihn vor vielen Jahren verlassen. Ah, okay. Hier eine Brille. Ansonsten. Ah, Moment. Ne, das ist die obere Schublade. Ne, hier scheint sonst nichts drin zu sein. Ja. Jetzt schaue ich mir mal dieses Wertpapier genau an. Mal sehen, was das ist. Moment. Wo haben wir es denn? Hier. Irgendein Wertpapier.
Seltsam. Es steht nichts drauf. Vielleicht irgendeine Geheimschrift. Da ist eine Nummer drauf. Und oben so ein, so wie ein Teufelskopf sieht er aus. Okay. Ich sollte vielleicht mal speichern. Moment. Hier im Zimmer wäre es nicht gefährlich. Ah, ja, aber ich habe jetzt so lange nicht mehr gespeichert und da ich das ja gerne vergesse. Ja. Warte. Wenn, dann hätte ich das schon gesagt. Ja, dachte ich mir auch gerade. Aber wenn ich schon dabei bin. So. Okay. So. Oh, da ist ein Diplom an der Wand. Ein Schwert, da hängt hier. Roberts Medizindiplom. Medizindiplom. Eine Uhr? Genau 12? Funktioniert wahrscheinlich nicht. Warum denn? Könnte doch 12 sein. Oh, ich kann die Zeiger bewegen. Und da steht Datum, das sieht aus wie 2.9 oder 2.4. 2.4 würde ich sagen. Okay. Ich muss eine Nadel. Manu? Ja, dieses Rätsel braucht schon noch ein bisschen. Soweit bin ich noch nicht. Ja, das denke ich mir. Ich habe da nichts, wo ich ansetzen kann. Hey, Themenladen, guten Abend. Hi, servus, schön, dass du einschaltest. Ja, wie du siehst, es ist mal wieder soweit. Es ist Dienstag und es wird mal wieder Black Mirror gezockt. Jo, wir sind gerade hier im Kapitel 5 und in Roberts Zimmer, der leider auch tot ist. Und wir wissen jetzt nicht genau, warum oder wer ihn getötet hat. Jo, und jetzt sind wir hier, wie immer halt in dem Spiel, auf der Suche nach Hinweisen. Wie geht's dir denn? Ich würde jetzt mal sagen, ich verlasse das Zimmer. Nein, falsch. Du glaubst, da ist immer noch was hier drin, was ich brauche, oder? Was du zu erledigen hast. Du hast das Stückchen Papier gefunden, wo leer ist. Ja. Allemo, das gehe die mittlerste grüne Lampe. An welcher grünen Lampe bitte? An die, der an der Decke hängt, oder was? Nein. Die neben dem Bücherregal. Yes, sie spendet ein seltsames grünliches Licht. Ja, natürlich, ja. Schau, das habe ich übersehen. Ja, gut gesagt. Ja, kein Thema. Ja, genau, kein Thema Themen. Okay. Aha. 6, 3, 0, 8, 1. 6, 3, 0, 8, 1. Okay. Das ist irgendeine Zahl, die wir wahrscheinlich hier später brauchen werden. An der Uhr, glaube ich, hat diese Zahl erstmal nichts zu tun. Also würde mir jetzt nichts sagen. Stille, keiner sagt was. Okay, dann verlasse ich das Zimmer. Nee, du bist in dem Zimmer noch nicht fertig. Jetzt machst du es mir aber schwer, okay. Nix sagen. Warte, ich finde. Ach, da ist noch eine Lampe. Sie spendet ein seltsames grünliches Licht. Hatte ich gestern Abend, Tom, gestern hatte ich frei, aber ich habe mal wieder ganz heftig mit Kopfschmerzen zu kämpfen gehabt, somit konnte ich leider gestern auch nichts mehr machen. Jo, das war gestern der freie Tag. Okay, jetzt warte mal. Ich gehe nochmal zur Uhr. 63081. Da ist eine Nadel. Okay, die kann ich eigentlich nur antippen. Aber passieren tut hier nicht viel.
63081. Das ist jetzt auch keine schlüssige Uhrzeit, oder, die man jetzt hier eingeben könnte. 6:30 und 8:10 oder was? Das sagt mir überhaupt nichts. Kann man das Datum hier bedienen? Nee, nur die Zeiger. Oh, das machst du unbedingt, auf jeden Fall. Dann musst du halt nur schauen, dass es nicht ganz so früh ist, dass wenn ich von der Arbeit komme, auch was davon habe. Also, da schaue ich auf jeden Fall zu. Also zum Beispiel vielleicht morgen. Morgen mache ich ja nichts, ne? Donnerstag ist es wieder soweit, wenn es dir passt, oder Freitag. Aber mach, wann du willst. Hauptsache nicht so früh, dass ich dabei bin. Okay, also in dem Zimmer bin ich nicht fertig. Pano? Ja? Guck mal über deine Bücherregale, da steht eine Bezeichnung. Guck da die mal ein bisschen genauer an. MCXX, das ist Latein. Das war ein Jahr vor der Gründung des Schlosses. Das ist eine Jahreszahl. Okay. Das war ein Jahr vor der Gründung des Schlosses. Jo, heute geht's mir ein bisschen, also nicht ein bisschen besser, es geht mir schon besser. Ich habe zwar immer so Anflüge von Kopfschmerzen, aber das sind dann ganz kurz und dann ist es wieder vorbei. Ich schätze mal, es hat auch mit dem Wetterumschwung zu tun. Seit Sonntag ist es super warm geworden, um die 16 Grad, und das hat sich ja wahrscheinlich gestern in dieser ganz heftigen Migräne ausgewirkt. Naja, wie dem auch sei. Jo, morgen geht nicht, habe Spätschicht. Ja, vielleicht, wann du willst, wie gesagt. Hauptsache nicht zu früh, dass ich halt auch was davon habe. Wenn du um 5 anfängst, ist es schwierig. Da kann ich nichts machen. Aber wenn du, sag ich mal, so gegen 9, halb 9 anfängst, dann könnte ich knapp beim Start dabei sein. Dann. Aber mach, wie du willst, wie es dir passt. Aber wenn es halt geht, dann mach halt erst so ab 8:30, 9 so rum. 9 am besten, genau. Okay, ich habe hier die Zahl. MCXX, das ist Latein. Ein Jahr vor. Oh Gott.